Yo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Shop. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, vielleicht ja sogar ein bisschen länger als ich. Ich habe heute nur eine sehr, sehr kurze Nacht. Auf jeden Fall, wie jeden Tag, schauen wir uns auch heute wieder zusammen den neuen Fortnite-Shop an. Also, let's go. Und zwar, sehe ich schon mal direkt was Neues. Das schauen wir uns gleich an. Erstmal ganz kurz oben alles durchschauen. Die Zündkerzenkünstlerin mit ihrem neuen Style, der schaut so aus. Finde ich 100-mal geiler. Wirklich viel, viel besser. Jetzt bin ich auch froh, dass ich mir den Skin geholt habe. Vorher war ich immer ein bisschen enttäuscht. Wait, hat der Backpack auch noch einen neuen bekommen? Ja. Oha. Der ist zwar jetzt nicht so viel geiler, aber das macht den Skin für mich sehr viel besser. Ich habe den immer ein bisschen bereut. Jetzt finde ich ihn gut. Nice. Der Provisorium, auch mit dem zweiten Stil, der schaut so aus. Hier mit dem mit der Katze dann. Und auch der Backpack hat auch einen neuen bekommen. Yo. Hä, wie gut. Okay, das finde ich nice. Das ist halt echt fresh, dass Epic Games da so viele neue Styles immer edit, finde ich gut. Dann haben wir hier wieder den Alien-Skin mit der Hacke dazu. Die hört sich so an. Genau. Dann Team Weltall. Naja, relativ useless Emote, würde ich mir nicht holen. Die Frostschwinge, ein sehr, sehr heftiger Kleider, dieser riesige Eisdrache. Sehr, sehr geil. Und dazu wie immer natürlich die Valkyrie mit diesen coolen Flügen auf dem Rücken. Dann die nächste Reihe haben wir den Totenschützen drin. Die Spektralsense, die Welle des Todes animiert. Den Agent des Chaos mit seiner Maske, die hier gleich so Glibber hat, genau. Dann haben wir auch immer die Chaos-Sense und wahrscheinlich auch die Lackierung, genau. Der schwarze Schleim ist animiert. Und auch noch die Surfhexe mit ihrem Backpack. Und mal gucken, die Hacke ist auch dazu. Und gibt es noch was weiteres? Nee, da sind wir durch mit Totenschützen. Dann ist LOL. LOL, der Wellenreiter für 1-2 ist drin. Schaut eigentlich auch ziemlich cool aus, ne? Der ist schon actually nice, gefällt mir. Der Backpack ist in Ordnung, aber sonst auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Skin. So, bevor wir jetzt zu dem neuen Paket kommen, noch schnell die Rote Ritterin. Die royalen Muckis, cooler Emote, Blinding Lights, auch ein sehr, sehr geiler Tanz, leider copyrighted, heißt, wir hören es jetzt hier in dem Video leider nicht. Sonnenspruchs Backpack finde ich auch gut, besser Backpack im Spiel, die Fingerpistolen für 200 und dann sind wir, glaube ich, auch, ja, durch mit denen. Die Naruto-Sachen sind auch alle noch drin, die werden übrigens jetzt bald verschwinden, also wenn ihr sie haben wollt, holt sie euch besser jetzt. Da Moclair ist auch noch drin, Ghostbusters auch noch drin und jetzt haben wir hier Düstere Zukunft, ein neues Paket für 17,99 €, gibt es da V-Bucks dabei? Sieht nicht so aus, oder? Oh Gott, was für ein Voice Break. Aber ich glaube nicht. Aber dafür sind es sehr, sehr frische. Oh, das sind die. LOL. Einfach der Battle Pass Schalen-Skin, der Charlie. Einfach als so Future Tag-Kleidung haben die. Das schaut schon cool aus. Das ist schon fresh. Auch der Skin hier. Ah, finde ich cool. Der eine Backpack, der andere und der dritte. Und dann gibt es auch noch Hacken dazu. Die erste. Die zweite. Und die dritte, alle relativ ähnlich. Ja, ist in Ordnung. Preis ist okay, würde ich sagen. Jetzt kein spottbilliger Preis, aber die Skins schauen auf jeden Fall sehr cool aus. Vor allem, wenn man die Originalskins davon noch nicht hat. Was ist denn los hier mit den Voice Cracks? ja, ansonsten paketmäßig sieht alles noch ähnlich aus. Hier unten natürlich Fortnite Crew wie immer. Also auf jeden Fall ein cooler Shop heute, gibt einen Top von mir. Wenn euch der Shop auch gefällt, beziehungsweise ja, das Video euch hier gefällt, dass ich das immer mache, euch vorstelle, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne unten einmal auf den Link draufklicken, den ihr in der Videobeschreibung findet. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, gönnt gerne mal einen kurzen Klick drauf, würde mich mega krass supporten. Vielen Dank an jeden, der jetzt einmal kurz die Videobeschreibung öffnet und da auf den ins.click/snoxlink, auf diesen Link ganz oben draufklickt. Kurs an euch, vielen Dank für den Support, da kommt jetzt mein Partner Hightech und die tracken das quasi, also vielen Dank. Und dann, ja, würde ich sagen, hoffe ich, ihr habt einen wundervollen Tag. Wir hören uns wahrscheinlich erst morgen wieder, weil ich bin ja aktuell noch im Urlaub mit meinen Großeltern, das heißt, Stream ist aktuell ein bisschen schwierig, aber mal gucken, vielleicht werde ich es noch den einen oder anderen Tag hier schaffen. Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Shop-Video, haut rein und macht's gut, Leute, tschüss!